Moin und herzlich willkommen im Avental bzw. hier gerade im Livestream. Wer den Livestream verpasst hat, gerne nochmal reinschalten. Ist auch mit auf meinem Kanal, werdet ihr den garantiert finden. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch eine eigene Kategorie, Folgen aufnehmen etc. Weiß ich noch nicht. Aber werdet ihr schon irgendwie finden unter meinen neuesten Videos, wer da gerne nochmal reinschalten möchte. Ja, wir werden jetzt einfach weitermachen mit dem Hafer. Dann kann sich der New Holland einfach mal ein bisschen bewegen. Jo, passt. Hier müssen wir noch ein bisschen mähen, ne? Hehe. So, du stehst hier auch bereit. Du stehst hier auch. Noch mehr Paletten haben wir aber nicht. Nö. Also wir müssen echt auf das Stroh warten. Na komm, dann gehen wir jetzt mähen. Dann ist das halt so. Erstmal Motor an, ne? Ich glaube, das wäre recht sinnvoll. So. Und dann mähen wir hier nochmal ein bisschen. Wir wollen hier natürlich auch irgendwann mal neue Heupellets produzieren. Und dafür müssen wir natürlich auch das Gras mähen und wenden und dies und das und jenes. Und wenn ich denn wieder Zeit habe, finde, dann werde ich natürlich auch ein bisschen vorarbeiten. Dass man jetzt nicht jedes Mal dasselbe sehen muss. Bei diesem Mal dachte ich mir noch, ja, es gab schon länger keine Folge mehr, deswegen machen wir jetzt mal einfach hier weiter. Aber wir schauen mal. Ja doch. Man hat schon so eine große Arbeitsbreite, ne? Und dann nimmt man doch nicht alles mit. Das wäre dann auch schon wieder ärgerlich. Ja, ein bisschen zu mähen ist noch. Ich bin gespannt, wann der Drescher denn soweit fertig ist, dass wir denn den Fan raufschicken können mit der... Ah ne, wir wollten da ja eigentlich mit der Presse rüber, wenn ich mich richtig entsinne, ne? Dann könnten wir eigentlich jetzt bald den Ferguson mit der Presse einmal losjagen. Dass er schöne Strohballen presst. Und dass wir die dann einfach nur wieder einsammeln müssen. Und das Heckfrontgerät für die Pelletspresse schnappen und dann einfach Ballen für Ballen für Ballen so wegpressen können. Die Pellets gleich in die Maschine packen und dann... dass die gleich verpackt werden. Bin ich gar nicht mal so unübel. Würde ich oder halte ich eigentlich relativ viel von. Dann können wir hier auch mit der Quaderbeinpresse einfach einmal rüber hier. Und dann ist das auch relativ schnell erledigt. Finde ich persönlich jetzt. So. Dann ab in die nächste Bahn. Na? Ja, doch, läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Ja. Wie gesagt, nochmal zum Thema Livestream. Wer den verpasst hat, gerne nochmal reinschalten, beziehungsweise von Anfang an. Wir sind ja jetzt hier in der dritten Folge. Wenn ich das richtig weiß. Vierte werden wir auch noch zusammen aufnehmen im Livestream. Dann haben wir so ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden war es denn oder gibt es denn Livestream. Wer Bock hat, sich den kompletten anzugucken, würde mich natürlich sehr freuen. Wer da keine Lust drauf hat und einfach die Folgen abwarten möchte, ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich kann mit beiden leben, weil ich werde dann einfach nur noch die Folgen hochladen. Und dann werde ich mich nämlich auch mal so langsam ins Bettchen begeben. Denn, wie gesagt, ich komme gerade von der Nachtschicht und ja, ne, ist denn halt so. So. Was mich allerdings auch noch interessieren würde, ist, ob der Drescher jetzt Hafer noch stehen lässt oder nicht.
Da können wir eigentlich mal so ein bisschen ein Auge drauf haben. Weil hier hat er ja ein bisschen Hafer stehen lassen. Jetzt allerdings lässt er keinen Hafer mehr stehen. Ansonsten müssen wir einfach hier beim Schneidwerk beim nächsten Mal da so ein paar Zentimeter von wegnehmen, dass er wirklich auch alles mitkriegt. Aber das mit dem Hafer ist schon wieder doppelter Ertrag. Das finde ich schon wieder mega cool. Wir haben ja jetzt schon einen sehr, sehr guten Kontostand. Und da können wir das Geld dann definitiv dann auch mitnehmen, dass wir dann entweder noch mehr Flächen kaufen oder in noch mehr Flächen investieren oder noch mal ein, zwei Gebäude kaufen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So. Können wir auch nochmal nach... ne, volle Arbeitsbreite. Können wir aber auch nochmal nach dem Haferpreis gucken. Der war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? 1.132. Ja, er sinkt aber. Helfer, beeil dich! Der Preis sinkt. Sonst kriegen wir nicht mehr genug Kohle dafür. Das wäre schlecht. Äußerst schlecht. Aber er hat schon relativ viel geschafft, ne? Also sehr viel hat er geschafft. Finde ich zumindest gut. Doch, finde ich sehr gut. Ja, also ich habe gerade gesagt, heute entspannte Folgen, ne? Also mit Flügen. Also wer jetzt im Livestream dabei war oder sich den Livestream anguckt, mit Pflügen und jetzt hier Gras mähen und Ballen sammeln. Ja, doch, waren relativ entspannte Folgen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber wir kommen hier unserem Ziel immer näher. Wir kommen dem Ziel immer näher. Allzu lange wird es dann nicht mehr dauern. Arbeitet der Drescher noch? Zumindest wird der Helfer angezeigt. Ach, der tankt gerade ab, glaube ich. Ich glaube, der tankt gerade ab. Ja, ihr lieben Büsche, ihr müsst dann auch weichen. Denn hier soll ordentlich... ordentlich Feldfläche entstehen. Ne, die wir dann beackern und bearbeiten können und wollen. Ja. Ja, nein, doch. Was macht denn jetzt der... Na, voll ist er noch nicht. Voll ist er noch nicht. Und ein bisschen was nacharbeiten können wir hier auch noch. Am Hafer. Denn da ist ja noch relativ viel stehen geblieben. Aber ich würde jetzt allerdings auch sagen, da hier ja nicht mehr so viel Spannendes passiert. Also, ne, mähen kennt ihr ja. Ernten ist ja auch noch mal ganz nett. Verkaufen werden wir jetzt aber allerdings nicht mehr diese Folge. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir machen jetzt Schluss. Und dann werde ich zusehen, dass wir hier ein bisschen, oder dass ich ein bisschen vorarbeite, damit dann auch wieder ein bisschen was Spannenderes passieren kann. Würde mich bei euch mega bedanken, dass ihr so durchhaltet und durchgehalten habt. Ja, wir werden jetzt hier im Livestream noch die letzte Folge aufnehmen und dann gehe ich schön Eier machen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin.
Ciao, ciao. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.